Moin moin und hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Gefällt mir. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Was wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Was meinst du damit? Ein Brunnen. Da müssen wir nicht mehr das Wasser aus dem Fluss trinken. Das Zeug ist ziemlich ungesund. Ja, aber schnell auch verstrahlt. So. Wir brauchen einen Brunnen. Ressourcen. Ressourcenwasser. Wasserpumpe. Wasseraufarbeiter. Eine Wasserpumpe. Mir fehlt Beton dafür. Wie soll ich denn einen Brunnen bauen, wenn ich keinen Dings habe? Dekoration, Möbel, Strukturen. Herstellung. Kochstation, Kochstation, Laborstation. Okay, was muss ich denn überhaupt machen? So, Pip-Boy öffnen. Sanctuary. So, ich starte mal kurz. Transfer. Ist hier Beton drin? Hier ist kein Beton drin. Drücke mal Escape noch. So, ich habe hier sozusagen... Ich brauche Wasser. Wasser habe ich null. Ja, ich brauche Wasser. Gut. Weil hier zum Beispiel Ressourcen, Wasser. Da brauche ich Energie für. Aber da nicht. Da fehlt mir auch Gummi für. Aber wenn der Gummi jetzt zum Beispiel drin ist. Wenn hier Gummi drin ist. Was natürlich ziemlich gut wäre, wenn hier Gummi drin ist. Aber es ist kein Gummi drin. Also brauche ich irgendwie Zement, um so eine Pumpe zu bauen. Was haben wir hier? Das ist alles, was in dieser Dings drin ist. Scheiße, jetzt habe ich die Schreibmaschine nicht mehr. So, Power-Rüstungsstation. Können wir die jetzt parken sozusagen? Ich wollte eigentlich gar nicht rein. Bim. So. Bin jetzt einfach zu schwer? Weil ich die ganzen Teile trage oder was? Kleidung? Nee, ich hab doch. Bin einfach zu schwer jetzt. Power-Rüstung, ich brauch dich doch. So, ich werde mir erstmal mit der Power-Rüstung rum. Schadet ja, glaube ich, nicht. Da rumzulaufen. Ist halt ein bisschen verrostet. Wir werden wahrscheinlich noch neue Teile finden für die Power-Rüstung. Ich brauche jetzt erstmal Beton, um da irgendwie. Was ist denn hier noch für ein anderer Punkt? Was ist das? Ach, sprich mit den Bewohnern. Concord Museum der Freiheit. Versorge die Siedler mit Wasser. Ich brauche Beton. Ja. Oh nice, ich habe mehr Schaden. Hilfsmittel. Ich überlege gerade, diverses ist... Den Corvega Lagerschlüssel haben wir noch. Karte. Also mir fehlt noch Beton. Ich muss jetzt irgendwo hier Beton. War das Beton? Wasser. Beton fehlt mir. Beton. Beton ist ein Gut, was wir wahrscheinlich irgendwo hier rumliegen finden. Oder liegend finden werden. Alte Reifen. Ich muss halt auch wissen, wie das irgendwie aussieht. Küchenwaage. Ah, Kochstation.
Beton, Beton, Beton. Vielleicht kann ich Beton herstellen, ich bin mir auch nicht so sicher. Boah, da wäre ich fast runtergefallen. Können wir mal eben kurz zu der Dings hier hinten nach, ob da irgendwas Wichtiges mit dabei ist. Ob es hier vielleicht. Stahl, Schaufel, Holz, aber auch kein. Aber auch kein Beton. Ich glaube, ich muss unbedingt mal die Rüstung ablegen. Weil ich glaube, die frisst auch Strom. Ich glaube, die frisst immer so Funktionszellen, Multifusionszellen heißt die. Ich glaube, da frisst die, wenn man das nämlich neben der AP-Leiste da anguckt, wo die Ammo steht, ist nämlich noch so eine Leiste, wo der Kern steht. Also ich sollte damit nicht die ganze Zeit rumlaufen. Zumal das wahrscheinlich gar nicht so sinnvoll ist, die ganze Zeit tragen. Und da habe ich jetzt dann zu viel Stuff dabei. Ich bräuchte nämlich einen Händler. Ein Händler wäre ganz cool, wenn da irgendwie einer wäre. Dann begebe ich mich aber mal ins Ödland und erkunde mal ein bisschen. Ich bin immer froh, wenn ich sehe, wie die Sonne wieder aufgeht. So. So, hier. Werkstatt. In die Werkstatt lege ich jetzt aber noch mal ein paar Sachen. Das zum Beispiel. Einfach Sachen, die ich nicht brauche, die viel wiegen. Gammel-Outfit, das habe ich angezogen. Kombi-Schraubenschlüssel, eine Kochplatte, Kühlmittel. Ein Löscher habe ich dabei, natürlich. Das sind alles Sachen, die zu viel wiegen. Was ist das? Ein Mikroskop. Ja, jetzt kann ich an der was das zerlegt werden kann, sehe ich gerade. Zahnradglas, Kristall, Glasfaseroptik. Die Minigun wiegt auch zu viel. 27 wiegt die. Wenn ich die erstmal abgelegt habe, habe ich auch schon mal wieder ordentlich Gewicht. Raider-Rüstung. Ich glaube, das reicht erstmal. Und die. Bin die Power-Rüstung. Ja, und Fusionskern. Ich möchte eigentlich. Power-Rüstungsstation, da packe ich jetzt nämlich die Minigun mit zu. Da muss ich die nicht mit rumtragen, weil das ist, wiegt schon ganz schön viel. Kurz ins Inventar gucken. Ja, 156. So, dann wollen wir mal kurz gucken, ob wir hier irgendwas finden. Beton ist eigentlich so das, was wir suchen müssen. Ich habe auch keine Ahnung, wie Beton irgendwie aussieht oder ob wir da was überhaupt finden werden. Dort sind Orte, die wir nicht entdeckt haben. Diese, oh, ich bin durchs Wasser gelaufen. Gleich erstmal schön radioaktive Strahlung wieder auf den Hals bekommen. Ich glaube, jetzt auch mal da in die Richtung. Da ist nämlich irgendwas, was man entdecken kann. Was habe ich jetzt für meine Gewehre? 8 Schuss, 90 Schuss, Schlagstock. Das ist dieses Lasergewehr, ne? Nice.
Das muss, oh, muss es nach jedem Schuss aufladen. Ja. Dort zuerst. Was ist das? Was sind das für Leute? Scheinbar Leute, die nett sind. Hey Boys and Girl. Suchst du Arbeit? Ja. Wir könnten Hilfe bei der Melonenernte gebrauchen, falls du Zeit hast. Ich bezahle dir Kronkorken für jede Melone. Hast du Kronkorken gesagt? Was will ich denn damit? Ja, wie die Kronkorken von Flaschen. Weil es Geld ist. Zumindest hier im Commonwealth. Ihr bezahlt mit Kronkorken? Was ist denn mit Dollar und Cent passiert? Das alte Zeugs? Das nützt heute nicht mehr viel. Außer man möchte sein Klohaus bestücken. Ja, warum nicht? Sicher. Ich habe Zeit zum Helfen. Großartig. Es muss nicht sofort sein, sondern wenn du Zeit hast. Und jetzt soll ich mir eine Laborstation herstellen. Droge. Hier können wir Sachen herstellen, Verwertbares. Lassen wir mal direkt wieder. Lucy. Wir haben hier ziemliche Probleme. Ich hoffe, du kannst helfen. Ich hatte schon gesagt, dass ich helfen möchte. Ah, hier. Melonen. Ja, helf mal hier mal mit den Melonen ernten. Geht doch fix. Hey. Ich weiß nicht, was wir jetzt tun sollen. So, Daten habe ich jetzt hier irgendwie. Ich habe doch die Melonen geerntet. Kriege jetzt nicht Kronkorn, ne? Tato-Pflanze. Eine Kuh. Ich habe doch hier die Melonen jetzt für dich. Oh, eine Katze. Miau. Du da. Miss Abernathy. Bist du hier, um die Kronkorken für deine gesammelten Melonen abzuholen? Wie ist die Bezahlung? Das sind 3 Kronkorken für jede Melone, die du bringst. Mhm. Möchtest du jetzt deine Bezahlung haben? Kann ich nicht fanden? Ja, hier, bitte. Großartig, danke für deine Hilfe. Bitte sehr. Ja, so, weiter geht's. Hier, da, so eine Puppe, würde ich haben. Da ist eine Fabrik oder sowas. Gehen wir am besten auch gleich hin. Aber wir checken ja natürlich die Umgebung. Auf der Suche nach Beton, oder wahrscheinlich muss ich Beton herstellen. Klebeband, Kombischraumschlüssel, Patronen, nice. Mutterbeere, schmutziges Wasser. Eine Bierflasche nicht. Schlafen. Okay, hier kann man wieder schlafen. Alles klar, ist auch wie beim alten Krieg, nimmt man HP und sowas. Stimpack und Blutpaket. Hier haben wir leider keine Munition für. Schleichen wir uns mal hier ans Haus ran. Wir wissen ja nicht, was hier lauert. Oder ob hier überhaupt was lauert. Oh, das nervt dieses Ding. Das nervt richtig. Nein, jetzt habe ich Shotgun-Munition verballert. Nein! Natürlich ist es hier radioaktiv verseucht. Kaufplatte nehmen wir mit. Nett. Du hast eine Ausgabe Ölterns gefunden. Du nimmst dauerhaft weniger Schaden. Ja, nehmen wir mit. So, kurz mal ins Inventar gucken wegen der Inventar. Nicht Schrott, diverses. Was ist hier mit drin? Grognack der Baba. Bringt uns auch irgendwas. Crit, glaube ich, gab das. Dort hinten ist eine Fabrik. Vielleicht finden wir dort Beton. Ich weiß es nicht. Tag 1. Ich streife nun mit meinem Hund durch die Gegend auf der Suche nach Überlebenden.
Hier so hocken mich Wicked Shipping Flotten Liegeplätze. Hier gibt's doch bestimmt Raider. Bestimmt. Da ist ein Loch im Zaun. Hallo? Ein wilder Dude. Okay, vielleicht sind hier noch mehr Ghule. Muss also auf der Hut sein. Ah, da Munition. Da ist Munition. Schrotpatronen, nice. So, dann schließen wir auf hier einen Tresor. Nice. Cool. Cool. Schon wieder Escape gedrückt. Ist hier hinter noch was? Da ist bestimmt noch was dran. Raus damit. Kristalldekanter. Ein Wohnwagenschlüssel. Bingo. Kritische Treffer bei waffenlosen Nahkampfangriffen versuchen dauerhaft mehr Schaden. Noch ein Kapitel von Grognak, dem Barbaren. Willkommen bei Termling von Robco Industries. Ja. Blake Flynn. Ladungsverzeichnisse. Ah, was haben wir denn hier? Aha, wird ausgeliefert. Typ Palettenbeschreibung, Uranpellets. Ach, Uranpellets, nice. Was haben wir hier? Treibstoffzellen, nice. Abfall, okay. Protokolleinträge. Okay. Ein blasterhaltiges Brettspiel. Superkleber, Plastikschale, kann ich schaden. Superkleber braucht man immer. Ich habe jetzt einen Wohnwagenschlüssel bekommen. Das heißt, ich kann jetzt irgendwo rein, wo ich nicht. Rüstungswerfung. Wenn ich jetzt hier was herstellen, Voltanzug, ja, möchte ich gar nicht herstellen. Ich möchte es verlassen, ja. Benzinkanister, ich brauche Beton, Aluminiumdose, Kaffeekanne. Aluminiumdose, ist nur Schrott hier überall. Alles Schrott. In den Regalen hier. Gibt es hier nichts von. Okay, hier sind wohl ein paar Ghule. Schauen wir hier mal in jede Ecke. Ob wir hier was Nützliches finden. Ah, hier kann man hoch. Ah, hier war ich doch schon mal. Hier geht's nach oben, da geht's wieder raus, also ab nach oben. Da drüben ist was. Komme ich da übers Dach? Will jetzt übers Dach laufen? Aber welcher Wohnwagenschlüssel ist denn bitte dafür? Hier sind doch alle Wohnwagen auf, oder sehe ich das falsch? Eine Impro-Pistole. Hm.
Hier wahrscheinlich einer dieser Wohnwagen. Strahlenanzug. Da. Ha, Arm verkrüppelt direkt. Und ein Level up. Tap. Intelligenz der letzte Punkt, würde ich sagen. Damit hätten wir Intelligenz voll und wir erhalten am meisten Erfahrungspunkte. So, hier. Molotov Cocktail right away, nice. Patrone, Schrotpatrone, Splittermine. Impro-Repetiergewehr mit Leuchtvisierschwer, Impro-Pistole. Okay. Ich muss nur kurz in die Waffen gucken, ob wir da jetzt... Waffen. Diese Impro-Pistolen. Impro-Repetiergewehr. Schadenreichweite. Habe ich natürlich nicht viele Schuss. Aber für diese Impro-Pistole macht... Die macht mehr Schaden. Nee. Macht weniger Schaden, hat aber eine Feuerrate erhöhte und eine Reichweite. Stecherabzug, improvisiert, die lege ich mir mal mit hier drauf. Sieht richtig, also es ist wirklich improvisiert aus, das Ding. Kundung, Vorkriegsgeld, eine Laborstation haben wir hier. Klebeband und ein Sturmfeuerzeug, also zur Herstellung wahrscheinlich wieder benötigt. Das ist so ein Roboter. Nice, den kann ich bestimmt bestellen. Kann ich bestimmt befreien lassen. Wenn ich hier entriegelt habe, entriegel ich doch mal. Komm. Arm hat einen Treffer, also. Poor Hold hat auch einen Treffer. Scheiße, das O. Cool. 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 Einheiten aktivieren. Persönlichkeitsmodus auswählen. U-Bahn-Begleitung, rechts voll Feuerwehr, erste Hilfe. Konstruktion. Aktivierung Protektron zu Diensten. Warnung. Verstoß gegen Gewerkschaftsvorgaben entdeckt. Letzte Pause war vor 9.999 Stunden. Nur so etwas länger her. Kommen wir hier noch? Da können wir nicht rein. Jetzt mit dem Wagen waren wir da schon drin. Strahlung. Ein Teddybär. Oh, Holzklötze mitnehmen. Pfeffer auch. Hier die Fässer. Ich brauche Beton. Wo kriege ich denn Beton her? Ich weiß es ehrlich gesagt, weiß ich wirklich nicht, wo ich Beton herkriegen soll. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Wir haben ein bisschen das Ödland erkundet. Wenn es euch gefallen hat, lasst dann das Däumchen da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.